Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, der Cloud Catcher Chronicles. Yeah. Wir müssen einen Groofy finden. Groofy. So, ein Groofy. Mehrere Groofys, ein Groofy. Einen Groofy finden, und ich bin mir sehr sicher, dass ich mich extrem verlaufen habe. Ich sollte zurück zum Fluss, bin aber gerade so am Sammeln, dass ich irgendwo gelandet bin. Hallo, du bist da. Bin gerade irgendwo gelandet und bin, glaube ich, auch ganz weit weg vom Dorf, was auch nicht so gescheit ist. Da wir aber schon so weit sind, bin ich gerade am Überlegen, ob wir das Dorf vielleicht kurz sein lassen und stattdessen lieber diesen Groofy suchen sollen. Aha, hier ist auch irgendwas zu Bruch gegangen. Ich stelle mich mal unter. Schaut aus wie eine Schmiede, ha? Eine ehemalige. Oder ein Wohnhaus. Vielleicht könnte das hier mal unser Zuhause werden. Für lauter Herumgelaufe, glaube ich, spoilere ich hier schon Sachen, die noch nicht... ich noch nicht wissen sollte, vielleicht. Aber ist ja wurscht. So, ich werde jetzt kurz mal zur Quest reinschauen. Zack! Und möchte... genau, das hier hätte ich gern. Ah, da sind wir sogar... Hey, bin gar nicht so falsch. Das wundert mich gerade wirklich. Ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwo gelandet bin. Aber es schaut nicht ganz so falsch aus. La la la. Also ich mag das Spiel. Das ist echt schön. Nebenbei heben wir wieder Sachen auf. So. Das haben wir schon gelootet. Hier ist noch ein Stöckchen. Und hier irgendwo soll unser gesuchtes Objekt sein. Achso, das ist unsere Questgeberin. Meh. Aha. Das war unsere Questgeberin. Was haben wir hier? Südfeldhof. Geschlossen wegen Düsternis. Kannst du helfen? Dann sprich mit mir in Vermont. Mini. Aha. Okay. Hier haben wir Groofys. Ob die richtig sind? Hallo. Na du? Ha? Hallo. Na du? Du. Ich werde mal darüber laufen. Weil dieses Rufzeichen hat eine... Achso, das ist die hier. Kann ich das schon bauen? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Holz fehlt noch. Aha, da muss ich wahrscheinlich... aber zum Teil abschließen geht nicht, ne? Na. Da werde ich wahrscheinlich noch müssen eine Axt mir bauen und oder kaufen. Und dass dann die Bäume hier zusammenschlagen wahrscheinlich. Dann geht's. Okay. Das war dann nicht richtig. Bist du so einer? Muss ich die vielleicht in die Richtung treiben? Das könnte sein, aber das wäre langwierig, oder? Naja, vielleicht muss man das wirklich so kompliziert machen. Bist du überhaupt der Richtige? Ich habe keine Ahnung. Hoppel, hoppel, hoppel. Hoppel, hoppel, hoppel. Das dauert ja 20 Jahre.
Sicher, dass das so gehen soll? Ich glaube, da mache ich was verkehrt. Hoppel, 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 hoppel. Hoppel, hoppel. Hoppel, hoppel, hoppel. Geht schon. Hoppel, hoppel. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Vor allem hatten wir schon die Spur von Fluffykins, ne? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Das sind, glaube ich, Wilde. Warte mal. Kamera drehen, Details anschauen. Davon gelaufen, helfen sie zu finden. Wenn finden wir, sollte ich zunächst ihre Schleife suchen. Das hatte ich. Hoppala. Hoppala. Das hatte ich ja, glaube ich, schon. Nein, verdrück mir mal fort. Hilfe! So. Das hatte ich doch schon. Da war ich doch schon nah dran, glaube ich, ne? Und habe dann einfach den falschen Weg genommen. So, jetzt ist die Frage, ob ich da nochmal hinfinde. Vielleicht hilft mir die Dame nochmal. Hallo. Ah. Herr Groofy Groofy. Ah. Fluffkins. Ihr Süßen, ich habe ein Geschenk für euch. Ach so, sie ruft nach ihnen. Ja. Ich glaube, ich bin hier runtergelaufen. Oh, weia. Bin ich hier rüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, oh. Ja, das passt schon hier unten. Das kann ich mich schon wieder erinnern. Mal kurz husten. Ich wollte mir die Liane holen. Geht das? Ja. Ich glaube, hier runterfallen wäre keine gute Idee. Ich habe auch keine Ahnung, ob man hier sterben kann. So. Dann sind wir hier rüber. Genau. Da sehen wir schon unsere Spur des Einsammelns. Hier wächst ja zurzeit nichts, was lootbar wäre. Genau, dann war hier mit dem Fluss. Genau. Da hätten wir aber zurück müssen, glaube ich, ne? Da sind wir hier lang. Da haben wir hier gefunden, ne? Da hat es geheißen, wir müssen hier zurück. Den Fluss entlang. So. Also hier zurück. Nach links. Ah, ich bin einfach verkehrt gelaufen, glaube ich. Ich habe quasi den letzten Hinweis zuerst gefunden. Ah, nicht schlecht, oder? Dann habe ich Doofy, natürlich, den Hinweis von der Schlaufe da vergessen. Ich versuche es mal da hinten. War ich da schon? Hey, jetzt ist er gar nicht mehr alleine. Da hat es dann einen zweiten. Hallo! Oder bin ich von da gekommen? Oh je. Na, schaut nicht aus. Da haben wir noch nichts gelootet. Das sollte dann schon so passen. Achso, da sind wir trotzdem in diesem Stinkesumpf. Also in dem Furzmoor. Dann passt das aber eigentlich wieder nicht, oder? Wer bist denn du? Hm? Kari. Ich, Kari, bin die expertigste Tierexpertin in ganz Kemea. Stell dir das mal vor. Ich reise durch das Land und lerne so viel, ich kann über Viecher. Vielleicht begegnen wir uns ja wieder mal auf deinen Reisen. Wenn ja, sag Hallo und ich verrate dir gerne meine neuesten Entdeckungen. Fabits schmecken mit ihren Füßen. Was? Okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Hallo. Die sind niedlich. So. Wenn ihr einen Griffel seht, also Griffel, Griffle, dann schreit's mal kurz bitte.
Ich habe mich keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Was tut denn das? Also das da unten. Kann man dich auf... Oh! Hey, der hat einen Schirm. Wie cool ist denn das? 9! Ach, hupf doch in Gatsch. Braucht man 9 von diesen Geistern. Ich habe gerade mal 1. Naja. Aha, hier bin ich runtergeplumpst. Hey, cool, wir haben einen Schirm. Das heißt, wenn wir unabsichtlich aus großer Höhe stürzen, ist das überhaupt kein Problem. Der Schirm fängt uns auf. Das ist gut. Ja, ich bin ja schon weg. So, trotzdem habe ich keinen Schimmer, wo wir dieses Viechlein finden. Kann ich hier hoch? Ja. Aber hier geht es, glaube ich, nicht mehr, ne? Da werden wir so ein Steigeisen brauchen, falls sowas gibt. Ich hätte vielleicht doch zuerst ins Dorf gehen sollen. La 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 la. Da haben wir ein paar Kisten. Hä? Ist da eine Eule? Hört sich an, als wenn da eine Eule oder ein Kauz wäre, hä? So, aufheben. Aufheben. Noch mehr aufheben. Also ich glaube, diesen Griffel finde ich nicht an. Das ist ein bisschen doof, dass der nicht auf der Karte markiert ist. Aber wäre zu einfach dann, ne? Man muss ja auch ein bisschen was entdecken und so weiter. Die schlafen. Schau, wie niedlich. Schau, wie das schlummert. Oh, oh, so süß. So, das nehmen wir noch mit. So, das auch. So. Lianen hätten wir dann schon mal genug, glaube ich. War da gerade ein Zweig? Nein, hat das ausgeschaut. Hä? Seidenfuchs. Was? Da, eine andere Fuchsart. In Weiß. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken. Ich wollte nur den Stein haben. Hast du einen Griffel gesehen hier in der Nähe? Ich glaube nicht. Der ist nicht sehr gesprächig. Hm. Wo könnte das Viechlein nur sein? Was haben wir denn da? Du hast entdeckt. Bergkatze. Oh, ein Kätzchen. Ah. Das war jetzt reiner Zufall. Hut, 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 hut. Bergkatze. Ja, warum nicht? Ich habe gedacht, ich hab was schnurren gehört. Da habe ich mich wohl vertan. Dapsel, dapsel. Oh, wer bist denn du? Hallo? Ja. Ja. Gib mir 5 Fisch und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Ich habe keinen Fisch. Vielleicht sollte man echt mal in die Stadt, also ins Dorf. Besser gesagt, okay, ist keine Stadt, ist ein Dorf. Jo. Wo dieses Viechlein ist, habe ich keinen Schimmer. Hallo. Kari? Grasfüchse benutzen in kalten Winternächten ihre langen, buschigen Schwänze als Decken. Ja, das ist praktisch. Das ist sicher praktisch. So. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir ins Dorf. Dann wird ein Fuchsi, ich will es nicht wecken. Da ich sowieso keinen Schimmer habe, wo das
Viechlein derweil zu finden ist, würde ich sagen, gehen wir mal die Hauptquest machen, oder? Wieder verdrückt, Entschuldigung. Nein? So. Würde ich mal sagen. Heureka! Gott sei Dank ist unser Schirm schön stabil. Ich werde noch ein paar Steine mitnehmen. So. Ah, hier sind wir. Alles klar. Da ist noch ein Wegweiser. Goldsee. Okay. Was haben wir da? Du musst gefundene Geister einsetzen. Und zwar 6 Stück, bitte. Ja. Hui. So. Passt. Würde ich sagen, gehen wir endlich mal ins Dorf, ne? Nach 2 Parts. Lalala. Was haben wir hier Schönes? Achso, da wird diese. Bei Tag schaut die Blume anders aus. Da drüben waren wir auch noch nicht, sehe ich gerade. Ich glaube, da ist noch ein Katzi. Ah, Kätzchen gefunden. Ah, die Schnur ist so schön. Lalala. Da sammeln wir noch schnell alles ein, was wir finden. Das brauchen wir sicher alles gleich beim. Also zumindest zum Verkaufen, würde ich sagen. Könnte man nutzen. Also sammeln wir lieber brav ein. So können wir noch das Eck hier erkunden. Ich glaube, sind wir da hergekommen am Anfang? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ui, eine Truhe. Eine Truhe. Was haben wir denn da Schönes? Rotes Shampoo. Mhm. Dann denke ich mal, das wird rote Haare geben. Damit färbt man Haare rot. Ne. Basiswert 1. Lokaler Wert 1. Mir gefallen aber meine Haare so. Können wir später noch färben. Ja, ich glaube, von da werden wir kommen oder so, ne? So. Da-da-da. Da-da-da. So, hier ist nicht zufällig ein Viechlein, was der Dame gehört. Nein, glaube ich nicht. So, das nehmen wir noch mit. Und jetzt gehen wir mal gepflegt ins Dorf, weil da gibt es, glaube ich, auch 20.000 Quests. So, Hallöchen. Ah, der winkt uns schon zu. Hallo Opa, wie geht's dir? Oh. Meister Lo. Hallo. Du siehst aus, als hättest du einiges durchgemacht. Bitte tritt ein, ich kann dir eine warme Mahlzeit und ein weiches Bett anbieten. Oh, danke. Oh? Die Bewohner der Stadt heißen dich herzlich willkommen. Nachdem du gegessen und dich entspannt hast, sinkt dein Kopf auf das Kissen und du gleitest in sanften Schlaf. Da, viel besser. Jetzt bist du wieder bereit für die Welt. Eine Sache nur noch, bevor du gehst. Oh, seit diesem furchtbaren Unfall vor vielen Jahren tauchen überall die Düsternis auf und macht uns das Leben schwer. Aber die Menschen hier sind nett und teilen gerne, was sie haben. Frage herum und du wirst bald genug wissen, um es in dieser Welt zu etwas zu bringen. Mhm. Neue Kleidung. Oh. Aha. Hä? Meint er damit die Farbe? Ton? Hier, Kleidung. Zerzaustes Haar. Das heißt, wir können auch Frisuren haben. Ah, das ist aber cool. Tatsächlich, unsere Kleidung wurde geflickt. Einfacher Kittel. Der Mantel ist immer noch zerrissen. Reisehose, zerrissene Hose. Dann nehmen wir die Reisehose. Ah, die haben wir schon an. Ah, jetzt verstehe ich. Hier, einfacher Kittel statt den zerrissenen Mantel und die Reisehose statt den zerrissenen Hose. Okay. Das heißt, wir können auch neue Rucksäcke haben. Okay.
Ja, jetzt schauen wir wenigstens ein bisschen ansehnlich aus, ne? Nehmen wir ganz so zerlumpt. Jetzt werden sich die Dorfbewohner auch nicht mehr schrecken vor uns, glaube ich. Sonst denken sie noch, wir sind da Verbrecher. Oh, ich glaube, da haben Kinder gespielt. Schau mal! Schau mal, wie schön! Da haben sie einen Graffel gemalt. Ma, ist das lieb, mit Herz und allem. Oh, süß. Hallo, der winkt auch zu uns zu. Was hältst du da für Herzen? Merek, der Sturm, der dein Boot versenkt hat, hat auch das Ostdock zerstört. Das ist ein Riesenproblem für uns. Das hier ist die Handelsgilde. Wenn wir keine Waren vom Ostdock erhalten, können wir dir nicht helfen. Mal sehen. Nimm diesen Hammer und sammle Stein für Marina. 8 Steine sollten ausreichen, um das Ostdock zu reparieren. Steine findest du im Grasland und an Klippen. Wenn du alle Bisse beisammen hast, bring sie zu Marina am Strand. Okay, ich glaube, das hätten wir sogar. Da haben wir ein schwarzes Brett. Ich suche dir Gehege klein und Nieten. 11 Stück. Wenn du sie mir bringst, werde ich dich belohnen. Mini. Ich würde sagen, ja. Entschuldigung, da muss ich nochmal husten. Ein Tiergehege klein. Ich nehme an, dass sie dürften Händler sein, weil das so ein Tauschsymbol ist. Großes Tiergehege, kleines Tiergehege. Wie viel kostet das? Pilz, Seliumblüte, Futter, Fallen, Werkzeuge. Aha, der Hammer ist nicht mehr zum Kaufen, den Hammer schon. Okay. Nichts da. Wir können keinen Handel treiben, wir haben kein Geld. Hallo. Der hätte Gartenbeete, Hain, Wiesenglockensamen, Stock, Kräutersamen, Kartoffelsamen und die Werkzeuge wieder, die wir noch nicht besitzen. Okay. Ich hoffe, die Quest verschwindet nicht. Hallo, wer bist denn du? Ja. Hack, Huck. Oh, grüß dich. Ich habe schon von dir gehört. Du möchtest also lernen, wie man handelt, ne? Nun, es geht nicht nur darum, eine Sache gegen eine andere einzutauschen. Ein Händler muss auch kreativ sein. Besorg mir einmal Jane und dreimal Stock und ich verrate dir ein Geschäftsgeheimnis. Hab ich da. Ja, gut gemacht hast du es. Die Sachen, die du besorgen solltest, sind gar nicht für mich. Sie sind für dich. Du kannst Gegenstände zum Handeln auch selbst herstellen. Oh, selbst hergestellte Gegenstände bringen gewöhnlich einen besseren Preis. Mit diesem Rezept kannst du aus den Gegenständen, die du besorgt hast, ein Bündel Stöcke herstellen. Denk dran, zum Herstellen brauchst du ein Rezept und die passenden Materialien. Aufgabe abgeschlossen, ein Bündel gemacht. Super. Machen. Gemacht haben wir es noch nicht. Bündel machen. Okay. 14 Aufgaben gibt es noch im Grasland. Okay. Dann würde ich mal sagen. Bündelstöcke da. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal würde ich sagen. Ich habe vergessen vorzulesen. Bündelstöcke. Ein praktisches Bündelstöcke. Verwende es zum Herstellen oder Feuer machen. Aha. Ein sechstes. Dann werde ich 5 verkaufen und eines behalte ich für uns. Hallo. Oh, falscher Knopf. Ich würde gerne im Rucksack hier. Fünf Stück. So. Füge A-Gegenstände aus deinem Laden hinzu, für die du handeln möchtest. Ja, müsste eigentlich passen. Und jetzt, wie kriege ich die Kohle? Wert 55.
Man muss auf A nochmal... Nein. Verschieben? Nein. Ich will eigentlich, dass das so passt. Aha. Okay, das hat er mal nicht so hingehauen. Das hat überhaupt nicht hingehauen. Warte mal. Rucksack, nochmal. Hier. 5 Stück, genau. Und wenn ich zurückgehe, haben wir jetzt Geld bekommen? Na, das haut überhaupt nicht hin. Warte mal kurz. So. Ich will sonst nichts mehr verkaufen. Na, ich will sonst nichts mehr verkaufen. Das passt mir eigentlich so. Achso, es ist ein Tauschgeschäft, ne? Das heißt, ich kann nur... Aha. Geld kriege ich keins, oder wie? Müsste aber schon gehen, oder? Jetzt bleibe ich hier hängen. Y für alles. Aha. Nichts da. Ach, tatsächlich, wir müssen was aus dem Laden nehmen. Mhm. Das wir haben möchten. Okay, da müssen wir noch sehr viele Bündel machen. Dass wir auf den gleichen Wert kommen, wie hier zum Beispiel. Und dann können wir das kaufen. Verstehe schon. Mhm, okay. Brauchen wir noch sehr viele Bündel. Also müssen wir herstellen. So. Mehr geht nicht. Uns fehlen nämlich Stöcke. Okay. Gut zu wissen. Was wollte ich jetzt? Ach ja, die nächste Quest sozusagen, ne? So. So. Hallo, wer bist du? Oh. Mini, da ist sie ja. Ich hörte, es ist auch etwas älter, oder? Ist sie eine ältere Dame? Ich sehe so schlecht im Licht. Ich hörte, dass du ein Dach über dem Kopf brauchst. Dann hast du Glück. Ach ja, der alte Hof im Südfeld wurde verlassen und das Düsternis, als das Düsternis auftauchte. Wenn du die Düsternis entfernst, kannst du den Hof haben. Für mich würde mich freuen, wenn du ihn wieder auf Vordermann bringen würdest. Nimm diese Axt und beschaffe Materialien für die Reparatur. 16 Holz und 5 Stock sollten reichen. Der Hof liegt in den südlichen Feldern hinter dem großen Tunnel, nicht zu verfehlen. Okay. Wir haben die Axt bekommen. Verdammte Axt. Jetzt können wir schauen, ob wir Bäume fällen können. Wer wohnt hier oben? Hallo. Oh, eine Truhe. Da machen wir die mal auf. Einen Zwirn haben wir bekommen. Okay. Einen Zwirn für uns. So, das nehmen wir mit. Da haben wir noch eine Katze. Noch 10 Katzen sind übrig. Na, das können wir schaffen. Hallo, wer bist du? Maggie. Willkommen. Wenn du Spezialgegenstände bestellt hast, komme zu mir, um sie abzuholen. Warte einen Moment. Nein, ich scheine nichts für dich zu haben. Hast du in letzter Zeit etwas bestellt? Eigentlich nicht. Warte einen Moment. Nein, nichts bestellt. Okay, servus. So, da haben wir noch eine Liane. Was haben wir hier oben? Ein Steinchen. Da wäre noch eine Liane. So, Steinchen, Liane. Soll ich mal versuchen? Wie schlägt man eigentlich mit der... Muss ich das jetzt ausrüsten? Eine robuste Axt zum Fällen von Bäumen. Ah, jetzt da. Man kann mit der L-Taste kann man switchen.
Gut, also wir haben die Axt. Schwinge weiter die Axt und fälle diesen Baum. Gut. Hacke. Hack. Hack. Dusch, dusch, dusch. Du hast Holz entdeckt. Jawohl. Nicht schlecht. Da kann man was anpflanzen wieder. Wir haben hier sogar einen Setzling. Pflanze einen Samen ein. Wie cool ist denn das? 99 von 121 Bäume gepflanzt im Gebiet Grasland. Wie 99? Ach so. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ach so, nichts mit Buddeln. Mehr oder weniger. Einpflanzen, okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Da hätten wir jetzt den Hammer. Können wir auf die Steine klopfen. Zack, zack, zack. Immer her mit dem ganzen Gestein. So. Wieder mal ein bisschen husten. Das gehört sich auch so zwischendurch. Ja, super. Da können wir im Handumdrehen die Materialien zusammen. Zack, zack, zack. Ja, Fisch. Das nehmen wir auch gleich mit. Na prima. So, und der Part wäre auch zu Ende. Würde ich sagen, wir klopfen noch schnell. Hier. Zack, zack, zack. Den Baum weg. Zack, zack, zack. Und nach Möglichkeit setzen wir nochmal ein. Okay, wir haben keinen Sämling. Schade. Vielleicht können wir später mal einen kaufen. So, na gut, ihr Lieben. Dann glaube ich, war's das für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Okay, die können wir auch zerschlagen. Mit dir Haut haben wir entdeckt. Okay. Also mit dem Hammer können wir die Fässer zerschlagen. Dass ihr gleich Bescheid wisst. Also, nochmal. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.